Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchronmaschine ist unser Thema. Wir haben gesprochen über Frequenzumrichter, Stromrichterschaltungen und so weiter. Nun, letztes Mal haben wir allgemein gesprochen. Heute wollen wir uns ansehen, wie schaut das aus mit einer spezifischen Umrichterschaltung. Und zwar kümmern wir uns heute um den Zwischenkreisumrichter. Sehr weit verbreitet. Was heißt das? Das wollen wir uns heute anschauen. Das ist ein zweistufiges Konzept, der Zwischenkreisumrichter. Ich habe nämlich einmal auf alle Fälle einen Gleichrichter. Das ist üblicherweise eine B6-Schaltung, das haben wir ja besprochen. Also da habe ich da irgendwie diese B6-Schaltung hier. Normalerweise reicht hier ein ungesteuerte Schaltung. Das heißt, die macht die Aufgabe von dieser B6-Schaltung ist einfach, dass sie Gleichspannung macht. Ja? Hier haben wir Gleichspannung am Ausgang. Da kommen die drei Phasen rein. Hier haben wir L1, L2, L3. Und da haben wir Gleichspannung. Ja. Da haben wir, gibt es ein Video dazu, über die B6-Schaltung haben wir gesagt, okay, die hat einen gewissen Anteil an Störungen, an Restwelligkeit. Nun, das machen wir mit einem geeigneten Filter. In dem Fall zeichne ich hier jetzt eine fette Kapazität, einen großen Kondensator, der diesen Ripple wegglättet. Okay? So, dann habe ich da eine Gleichspannung UD. Die habe ich da. Eine geglättete Gleichspannung UD. Der Kondensator nimmt mir die Restwelligkeit weg. Es werden auch andere Filter verwendet, aber nehmen wir das jetzt einmal so. Ja, akzeptieren wir, es gibt einen Filter. Und da dahinter, was passiert da jetzt eigentlich? Nun, da dahinter schalte ich jetzt auf den Motor. Okay? Auf den Motor, da rüben habe ich den Motor irgendwo. Da ist der M. Ja. Und der hat die drei Anschlüsse UV, und W. UV, W. Und hier schalte ich jetzt einfach mit geeigneten elektronischen Schaltern, bitte schalte da ein. Ja? Also wenn ich da wieder das darüber ziehen darf, so, so und so. Da gibt es da elektronische Schalter, wo ich das U entweder oben drauf schalten kann, das V entweder oben drauf schalten kann und das W entweder oben drauf schalten kann. Jetzt habe ich ein paar Mal entweder oben drauf schalten gesagt und natürlich auch unten. Das heißt, ich kann das da im Prinzip schalten, wie ich will. Ich kann die da mit diesen, ich zeichne hier Transistoren ein. Welche Art von Transistor und so weiter hängt ein bisschen von der Frequenz ab. Üblicherweise sind da noch irgendwelche Freilaufdioden drin. Ja. So schaut das aus. Also Freilaufdioden. Dioden, die den Strom in die andere Richtung führen können wie der Transistor. Das heißt, in eine Richtung ist gesperrt und in die andere Richtung leitet auch die Diode. Ja, so kann das aussehen. Ja. Und ich kann somit auf die einzelnen Phasen, ja, die Zwischenkreisspannung schalten, das UD. Ja. Das kann ich drauf knallen oder ich lege sie eben auf 0. Ja. Das ist ein, also das hier herüben ist der Gleichrichter. Der macht aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung. Und da rüben haben wir den Wechselrichter. Der macht aus dieser Gleichspannung dann eine Wechselspannung. Ja. Ich meine, eine richtige Wechselspannung wird es nicht.
Und dazwischen haben wir eben diesen Zwischenkreis. Deswegen heißt es so. Dazwischen gibt es den Zwischenkreis. Jetzt sagen wir wollen jetzt, das ist die Spannung U, soll erzeugt werden hier. Wir wollen jetzt diese Spannung erzeugen mit einer gewissen Frequenz. Wie können wir das erreichen? Wir haben ja nur UD zur Verfügung. Das heißt, wir haben ja nur da irgendwo ein gewisses Spannungspotenzial zur Verfügung. Das können wir da mit denen, können wir das Plus und Minus draufschalten. Okay? Und funktioniert tut das Ganze mit Pulsweitenmodulation im Endeffekt. Ja? Das heißt, wenn ich wenig Spannung will, dann schalte ich nur ganz kurze. So, und lass länger ausgeschalten. Und je mehr Spannung ich haben will, desto länger schalte ich das ein, ja? Und desto kürzer schalte ich aus. Verstehen wir das? Ich hoffe schon. Da bin ich schon wirklich lang eingeschalten nachher und nur relativ kurz aus. Ja, also hier und da muss ich halt dann wieder langsam runtergehen mit meiner Ausschalterei. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig zeichne, aber qualitativ sollte es ungefähr passen. Das heißt, die Schaltperiode, mit der wir draufschalten, ist gleich. Die, was sich ändert, ist das sogenannte Tastverhältnis. Das heißt, wie lange ist eingeschaltet und wie lange ist ausgeschaltet. Dann haben wir nochmal kurz eingeschaltet, länger ausgeschaltet, da haben wir überhaupt nur mehr einen ganz kleinen. So. Und da machen wir das gleiche jetzt in die andere Richtung. Dann schalten wir da kurz ein. Schalten ein bisschen länger. Nur ein bisschen länger. Noch ein bisschen länger ein. Und so weiter und so fort. Gell? Ich denke, man kann sich das sehr gut vorstellen. Und somit erreicht man eben eine möglichst sinusförmige Spannung, indem ich das geschickt aus- und einschalte. Jetzt sagen wir, hey, eigentlich schalten wir das auf den Motor drauf. Ja, das ist ja nicht diese Spannung hier, die tue ich nur durch Ein- und Ausschalten da irgendwie annähern. Ja, wie geht denn das? Um Gottes Willen. Ja. Nun, es ist so, gell, dass wenn ich hier eine Spannung auf die Spule draufschalte, dann fahren wir der Strom durch die Spule zu innen an. Ja. Steigt der die Durchflutung und so weiter, wissen wir, ja, Induktionsgesetz. Also, da haben wir Plus UD, da haben wir Minus UD, Plus UD. So wird das drauf. Ja. Schalten wir das so drauf. Die Induktivität der Spule glättet den Stromfluss. Das, was das Moment erzeugt, ist eigentlich der Strom und nicht die Spannung. Die Spannung brauchen wir ja nur, dass der Strom durchrennt. Und wenn wir die Spannung so geschickt draufschalten, dass der Strom da drin praktisch schön geglättet, sinusförmig aussieht, haben wir gewonnen. Ja? Weil wir wollen ja praktisch nur ein schönes Magnetfeld erzeugen. Die Spannung dabei ist uns aber egal. Ja? Diese Schaltfrequenz, mit der wir da draufknallen, diese Spannung, ja? Also es wird wie brutal drauf und wieder ausgeschaltet. Ja? Das hört man auch. Ja? Wenn man so Frequenzumrichter, also Zwischenkreisumrichter oder Wechselrichter hört, dann macht es meistens so, das ist genau diese, weiß nicht, paar Kilohertz, mit der das auf die Maschine draufgeschalten wird. Das hört man. Ja? Es gibt auch sogenannte leise Wechselrichter, da ist halt die Frequenz so hoch, dass wir nicht mehr hören. Der Hund dann immer,
Aber wir hören es nicht mehr, weil es halt mehr wie 20.000 Hertz ist. Ja? Also Ultraschall, dann schalten wir so schnell. Ja? Je größer diese Frequenzumrichter, diese Wechselrichter hier werden, je mehr Strom die liefern müssen, desto niedriger ist tendenziell die schaltbare Frequenz. Das ist einfach, ein großer Strom braucht viel Querschnitt, wo er durchrennen muss. Und wenn ich den großen Querschnitt, auch wenn es elektronisch und sehr schnell passiert, aber wenn ich einen großen Querschnitt öffnen und schließen muss, dann brauche ich einfach länger, wie wenn ich einen kleinen Querschnitt, das geht einfach viel schneller, den kann ich viel schneller öffnen und schließen, einen großen Querschnitt, dann muss ich mir halt mehr Zeit lassen, okay? Ich denke, das ist auch logisch. Das heißt, je größer und leistungsstärker die Motoren werden, desto langsamer geht an und für sich dieses Schalten hier. Aber mittlerweile ist das eh weniger Thema, weil die Leistungselektronik ist wirklich schon sehr weit fortgeschritten. Ja, und also, ich meine, wir fahren Lokomotiven damit. Ne? Und das auch schon seit Jahren. So, Zwischenkreisumrichter. Eine wunderbare Sache an und für sich ist, dass wir über den Zwischenkreis fahren, ja, und somit eine Gleichspannung zur Verfügung haben und die Frequenz komplett entkoppelt ist von der Eingangsfrequenz. Aber komplett. Ich kann mir aussuchen, was ich will. Ja. Aussuchen, was ich will. Es ist wunderbar. Ja. Von dem her ist absolut super. Wir brauchen allerdings viele Bauelemente. Also wir haben dann Gleichrichter, wir haben einen Wechselrichter getrennt, dazwischen ein Zwischenkreis und so weiter. Es gibt auch Direktumrichter, über die sprechen wir im nächsten Video an und für sich. Da funktioniert das an und für sich mit wesentlich weniger Bauelementen, das heißt, die haben eine größere Energiedichte. Ja, nur, dass wir das erwähnen. Trotzdem ist diese für wirklich drehzahlvariable Antriebe, ist das ideal. Ja. So ähnlich wie in der Gleichstrommaschine schon gesagt, wenn ich auch zurückliefern will, dann brauche ich halt einen antiparallelen, so eine Schaltung, ja, die halt zurückspeisen kann. Ja. Dann kann ich in 4-Quadranten-Betrieb fahren. Das ist der Grund, warum manche eben nur in eine Richtung können und die anderen eben nicht. Weil eine haben nur das einmal eingebaut, die können nur eben in eine Richtung fahren, in einem Betriebssatz, und andere haben zwar antiparallel eingebaut, passt, gell? Super. Gut. Eine Sache haben wir noch, ja? Diese erzeugte Spannung hier, die wir hier erzeugt haben, ja, die hat hier einen Scheitelwert. Und es ist natürlich so, wenn wir es überlegen, wie das an der Spule war. Wie war denn das an einer Spule? Ja, vom Gesetz. Die Spannung U, ja, war N mal d Phi nach dt. Okay. Flussänderung. Das heißt, wenn ich eine Spannung U da anlege, dann entsteht da drinnen ein Fluss. Und zwar, wenn ich das umdrehe praktisch, ja, weil ich sage Phi, ja, der Fluss ist gleich natürlich 1 durch n und jetzt integriert von 0 bis d u, die Tau muss ich dann eigentlich schreiben, die Fläche aufintegriert, ja, erzeugt den Fluss. Ja. Das heißt, ich integriere das da auf, diese Spannung hier, und das ist der magnetische Fluss. So, wenn ich jetzt die Spannung groß mache, ja, sag mal, bei der Nennfrequenz habe ich kein Problem. Ja, wenn das die Nennfrequenz ist, dann ist das ja, dann ist ja der Fluss, die ganzen Eisenteile da drin drauf ausgelegt. Ja, das heißt, wenn ich da Nennfrequenz habe, summiere da auf, da hat der Fluss einen gewissen Wert erreicht, der im Prinzip proportional zu der Fläche da drunter ist, und dann wird er eh schon wieder weniger. Passt. Ja. Wenn ich jetzt aber langsamer fahre wie die Nennfrequenz, ja, dann darf ich nicht so hoch aufgehen, weil dann darf ich den maximalen Fluss da drinnen nicht überschreiten. Ich meine, das hat sich ja wer überlegt, nicht? Das hat sich ja jemand überlegt. Es gibt da drinnen, die Eisenteile und so weiter sind nicht so groß. Es gibt da drinnen einen Fluss, den das halten, sonst funktioniert es dann immer gescheit, ja? Das heißt, wenn ich langsamer fahre wie die Nennfrequenz, muss ich den Scheitelwert der Spannung da entsprechend reduzieren. Okay? Ich muss also, je langsamer ich fahre, desto weniger Spannung darf ich draufschalten. Nachdem der gleiche Fluss entsteht,
Was passiert dann mit dem Moment? Das bleibt gleich. Okay? Das heißt, ich habe hier praktisch bis zur Nen, bis zur Nenndrehzahl, ja, muss ich praktisch mit meiner Spannung so nach oben gehen. Ja. In diesem Bereich muss die Spannung proportional der Drehzahl sein. U proportional der Drehzahl. Ja. Da muss eben aus diesem Grund, dass eben das Phi nicht groß genug wird. Nun, jetzt habe ich da irgendwo ein gewisses Moment dann zur Verfügung. Gell? Da habe ich das Moment. Das bleibt dadurch konstant, weil wenn der Fluss konstant ist, bleibt das Moment auch konstant. Ja? Und das ist eben zum Beispiel das MK, ja? Das Kippmoment. Und da unten habe ich irgendwo da das Nennmoment. Das bleibt natürlich ebenfalls konstant. Okay. Da habe ich das Nennmoment MN. So, was passiert jetzt da, wenn ich die Nenndrehzahl erreicht habe? Jetzt bin ich praktisch dort, wo ich sage, okay, es ist eh ausgelegt worden. Und dann darf ich aber mit der Spannung nicht, ich meine, das ist ja isoliert. Ja, da drinnen ist es ja isoliert. Das hat auf eine maximale Spannung ausgelegt. Ja, auf eine maximale Spannung ist das ausgelegt. Und die darf nicht überschritten werden. Das heißt, ab hier muss nachher die Spannung eben konstant bleiben. Ja. Was bedeutet das, wenn die Spannung hier konstant wird, das aber kürzer, der Fluss wird weniger. Okay? Und wenn der Fluss weniger wird, dann wird auch das Moment entsprechend weniger. Und ja, was resultiert, ist so ein Abfall, der halt so runtergeht und nachher sich so asymptotisch nähert. Das ist der Feldschwächebetrieb. Okay? Feldschwächebetrieb, und auch hier, das sinkt bitte entsprechend ebenso. Und warum wurde das jetzt strichliert? Habe ich eine andere Farbe verwendet extra deswegen? Sinkt ebenfalls so. Ja? Also das herüben da, das heißt Proportionalbereich. Und das ist der Feldschwächebereich. Ja. Und dann halt U ist gleich konstant. Dann sagt das Moment so. Ja. So sieht das aus, Zwischenkreisumrichter. Habe ich jetzt sehr ausführlich erklärt, weil es einfach sehr häufig auftritt. Okay. Sagt, auf das muss man aufpassen da. Das heißt, warum erwähne ich das überhaupt? Weil man kann das auf so Umrichtung einstellen. Ja? Man kann das einstellen, diese Parameter und so weiter. Ja? Da gibt es dann meistens noch einen Booster. Ja. Zwischenkreisumrichter. Eine Möglichkeit, verschiedenste Drehzahlen mit einer Asynchronmaschine zu fahren. Eine andere Möglichkeit, verschiedenste Drehzahlen mit einer Asynchronmaschine zu fahren, ist der Direktumrichter. Ja? Funktioniert ein bisschen anders wie der Zwischenkreisumrichter, funktioniert eigentlich ganz anders wie der Zwischenkreisumrichter. Wie der funktioniert und was wir da dann für Einschränkungen oder Vorteile haben, werden wir im nächsten Video sehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.